Der nächste Speaker ist Coldtree Freezer mit dem Titel Koalitionsvertragsanalyse mit Tools, Methoden, dem Ampelvertrag auf den Zahlen fühlen. Er ist Enterprise Engineer, inspiriert durch das Känguru. Wie kann man sich besser inspirieren lassen? Und er beschreibt sich selbst als Faktenchecker, der Spaß daran hat, Zusammenhänge zu erkunden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auf IRC, Twitter oder Mastodon stellen und dann Film ab, Kamera, Action. Herzlich willkommen, ihr Lieben und Liebenden. In den folgenden 30 Minuten möchte ich euch die Geschichte von Koala Kid und mir erzählen, wie wir die quantitative Textanalyse und das explorative Lesen wieder mal entdeckt haben. Und diesmal anhand des Koalitionsvertrags der Ampelregierung, den wir im Folgenden kurz einfach KV nennen. Mein Nick ist Codefreezer und los geht's. Am 24.11. sind drei Dinge passiert. In der Familie gab es einen Geburtstagsvorfall, super nice. Pete Smiths Kochbuch ist endlich erschienen, wir haben es in den Händen gehalten. Und der Koalitionsvertrag wurde vorgestellt. Andere nennen es gelben Seiten. Am 25.11. ist dieser kleine Comic-Strip mit dem Känguru bei mir retweetet worden. Und mir ist klar geworden, dass ich mich doch tatsächlich mit dem Koalitionsvertrag auseinandersetzen möchte. Zu merkwürdige Dinge habe ich da im Vorfeld zugehört. Und am 26.11., 23.42 Uhr, wer kann sich erinnern, was ist das für eine Uhrzeit? Genau, das ist der Einsendeschluss für Call for Papers gewesen. Und ich habe gesagt, komm, ich reiche mir was ein. Und am 23.40 Uhr habe ich, glaube ich, was eingereicht gehabt. Wie ist es hier? Und es wird auch noch angenommen. Dann haben wir den Salat. Und was muss man machen, wenn man einen Vortrag hält und man in den Medien ist? Man muss was für die Aufmerksamkeitsbewirtschaftung tun. Ihr kennt das, ne? Schlagzeilen, Skandale, Sex-Sales, irgendwas müssen wir finden. Und, aber wir mussten gar nicht lange suchen. Da sind wir über irgendwas ziemlich Doofes gestolpert. Diese 177 Seiten, ne, bestehen nämlich aus 76 Seiten Luft. Ja, so ist es. Deswegen eine Bitte, druckt das so nicht aus. Ja. Damit haben wir schon mal was in das Kapitel eingezahlt. Und dann standen wir da mit unserem Engagement, dass wir die Welt verändern wollten und einen Koalitionsvertrag vor uns liegen hatten. Haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Okay, wir nehmen das mal auseinander als Source Code. Ja, das können wir machen, das geben wir uns aus, Source-Code-Analyse, was ich nicht alles Mögliche zählen und zusammensetzen und vergleichen. Das haben wir schon oft gemacht, das können wir ja hier mit dem Koalitionsvertrag auch mal machen. Aber was ist denn das, wenn wir den Koalitionsvertrag mal als Spezifikation verstehen? Als Spezifikation für die nächste Legislaturperiode? Oder was ist denn das, wenn wir das Objekt, wenn man das, den Koalitionsvertrag mal als Objektmodell auseinander nimmt? Bringt das was? Im Koala Kid, glaube ich, habe ich bis heute noch nicht richtig davon überzeugt. Aber lass mal schauen. Und zum Schluss wollen wir uns natürlich auch anschauen, wie stellt sich denn der Koalitionsvertrag als Literatur dar? Denn ich möchte euch auffordern, den auch tatsächlich mal zu lesen. Ne? Unsere Regierung wird uns damit die nächsten 4 Jahre martern wollen. KV als Source Code. Unser erstes Kapitel in dieser Reihe von 4 Kapiteln. Der Source Code. Was haben wir denn für Source? Also wir haben ja jetzt kein Java, wir haben kein Golang, wir haben kein Ruby, wir haben Deutsch. Deutsch als Programmiersprache. Und wenn wir eine Programmiersprache haben, müssen wir uns vielleicht ganz kurz am Anfang mal über die atomaren Einzelteile einer Programmiersprache verständigen. Ne? Das ist der Buchstabe, den UTF-Code, der hat optimalerweise das Wort, den limited durch 2 Leerzeichen. Der Satz wird mit einem Punkt in der Regel abgeschlossen, auch wenn es das Semikolon gibt. Aber der Satz ist meistens Punkt und Leerschritt ist das Ende eines Satzes. Dann gibt es auch noch die Absätze, die gliedern auch noch verschiedene Sätze zusammen. Darüber hinaus gibt es höhere Designstrukturen, die werden im Vertragswesen oft nach dem Descartes-Prinzip strukturiert. Descartes ist ziemlich simpel. Das ist das Dokument, da haben wir gerade 1 von. Das sind die Kapitel, da haben wir in dem Koalitionsvertrag 9 Stück. Wir haben 22 Abschnitte innerhalb dieser Kapitel und wir haben insgesamt 200 Themen. Das so mal grob gezählt.
Zählen. Das ist auch noch so eine Sache. Wenn man etwas zählen möchte, um es nachher vielleicht auch zu vergleichen, sind Seitenzahlen und Zeilennummer nicht unbedingt zielführend, weil sie sind nicht unbedingt gerätunabhängig, sind sehr abhängig von Formatierung, ja, sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also auch Lines of Code nimmt man heutzutage gar nicht mehr in der Code-Metrik, weil auch die durch unterschiedliche Style Guides sich unterschiedlich darstellen. Also nicht so toll. Buchstaben alleine zu zählen wäre jetzt auch ein bisschen nicht so dolle, weil sehr inhaltsleer. Ja. Wörter sind da schon ein bisschen besser. Auch die kriegt man natürlich ohne Satzbau schwierig in einen Kontext. Aber man kann zumindest die schon mal nach Nomen, nach Verben, nach Adjektiven aufeinander dröseln. Man kann schon mal die Stoppwörter da rausholen. Das ist schon mal vielleicht keine schlechte Grundlage für späteres. Dann sind die Anzahl der Sätze das eigentliche für mich besten vergleichbare Mengengerüst, denn das ist vergleichbar mit den sogenannten Non-Commenting Source Code Statements. Das ist in den Code-Metriken die Basiseinheiten, wenn man nachher irgendwas messen will. Interessantes Slide-Deck hierzu von Gerrit Beiner, könnt ihr hier lesen, habe ich euch verlinkt. So, was kann man denn jetzt nun mit diesen Messereien anstellen? Ich habe mal zum Beispiel mal die Wörter gezählt und die gezählten Wörter habe ich jetzt einfach mal so in diese drei Klassen eingebaut, in Nomen, Verben und Adjektive. Da sieht man zumindest schon mal, was denn so die meistgenutzten Nomen sind. Kein Wunder, das Deutschland, natürlich klar, ne? Rahmen, Ziel, Land, Mensch, das sind die größten Wörter. Bund und Kommune ist dann schon ein bisschen kleiner zusammen, aber Digitalisierung ist auch immer noch recht groß. Aber wenn ich jetzt mal schauen mag, ich suche Klima. Klima ist nicht so ganz so groß. Ne? Klimaschutz sogar noch ein bisschen kleiner. Finanzierung ist jetzt auch nicht so groß. Na gut, sind erstmal nur Nomen. Bei Verben ist es ein bisschen schwieriger. Verben an sich, Kraft der Programmiersprache Deutsch, kommen bestimmte Verben einfach öfters vor als andere Verben. Ne? Deswegen ist müssen, wollen, setzen und schaffen schon groß und das ist auch schön gut. Aber ob das jetzt eine Bewandtnis hat, das dann vereinfachen oder berücksichtigen oder gestalten oder anpassen, recht klein ist, das ist schwierig zu beurteilen, ohne weitere semantische Zuordnung. Ja. Bei den Adjektiven sieht es ein bisschen anders aus. Das gibt ja schon ein bisschen Farbe ins Spiel. Ja. Und da sehen wir gut, neu, gemeinsam, europäisch, deutsch, öffentlich, digital, ganz groß, wunderbar. Aber auch hier bin ich mir nicht sicher, ob mich das verunsichern soll, dass transparent sehr klein ist, das ökologisch mit zu den kleinsten gehört. Gut, das sind nur Wortzählereien, das muss erstmal noch nichts heißen. Ihr könnt euch solche Wortwolken übrigens selber bauen, es gibt ein schönes Angebot unter wortwolken.com, habe ich euch verlinkt, schaut mal rein, das ist ganz nett. Was kann man denn noch machen, wenn man Wörter zählt? Man kann zu den Wortzahlen auch Wortbeziehungen mal zählen. Also welche Wörter stehen nah beieinander? Ne? Europa und die EU, das ist ziemlich logisch. Aber zum Beispiel auch national, Stärken, Umsetzung, Schutz sind Sachen, die hier zusammen gefunden worden sind. Oder Führen, Schaffen, Zugang, Regelung sind so ein kleiner Cluster und so weiter und so fort. Und mit diesen Abständen kann man auch noch Graphen darstellen. Oder man kann das auch in sogenannten Self-Organizing Map of Words darstellen. Da kommen wir später nochmal zu, wo wir das vielleicht nochmal verwenden können. Hier habe ich mal die Sätze gezählt. Die Sätze in den Abschnitten. Wir haben ja erfahren, wir haben 22 Abschnitte. Das sind jetzt hier die 22 Abschnitte innerhalb dieser Kapitel. Und da stellen wir fest, Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft ist das dominierende größte Thema. Das freut mich. Aber vorsichtig, hier wird ja Wirtschaft und Umweltschutz zusammengefasst. Das macht auch das aus, warum das so groß ist. Aber nichtsdestotrotz, der Schwerpunkt stimmt meines Erachtens. Moderner Staat, digitaler Aufbruch, das ist das erste Kapitel. Ich glaube, da hatten sie am meisten Spaß dran. Da haben sie sich wahrscheinlich auch am ehesten gefunden, die drei Koalitionäre. Dann gibt es ein Kapitel, da steht nichts. Finanzen ausgerechnet, das Thema. Keine Inhalte? Naja, ganz so ist es nicht. Was hier nicht erfolgt ist, hier wurden die Themen
die in dem Inneren wohnten, nicht nochmal zu Abschnitten zusammengefasst. Als ich das PDF-Dokument gesehen habe, muss ich ein bisschen schmunzeln, ich habe echt geglaubt, das haben die absichtlich gemacht. Hätten die nämlich bei Finanzen nochmal die Abschnitte ausformuliert, hätte das Inhaltsverzeichnis vielleicht nicht auf eine Seite gepasst. Ich weiß nicht, aber vielleicht auch nicht. Gut, dann schauen wir doch noch mal in die Themen rein. Ja. Das sind jetzt die 200 Themen. Zugegeben, das wird jetzt im Video wahrscheinlich nicht so gut lesbar sein. Deswegen habe ich was vorbereitet. Das Ganze habe ich dann auch mal als SVG rausgelassen. Und da können wir mal in diesem SVG können wir ein bisschen besser rein- und rauszoomen. Ja. Und da können wir uns mal unser geliebtes Thema Marktwirtschaft und Umweltschutz mal anschauen. Und das hier ist jetzt sortiert nach den Größen der Themenblöcke und von links nach rechts und von oben nach unten werden die Themenblöcke immer kleiner. Ja? Schon mal interessant. Also Bahnverkehr und Autoverkehr ist gar nicht so weit auseinander. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht für den Bahnverkehr, aber ist okay. Tierschutz kommt, ist gut, Ernährung wieder. Aber Radverkehr, schaut mal, es gibt ganze zwei Sätze zum Radverkehr. Fußverkehr kommt gar nicht vor. Naja gut, okay. Aber wie wir sehen, bei Finanzen gibt es ja doch Themen, also ganz so schlimm ist es nicht. Ne? Sehr interessante Themen wie Geldwäsche, da war doch was, könnt ihr euch noch erinnern? FIU, neue CIA, Financial Intelligence Unit, ey, Cyber. Schauen wir mal, was da noch passieren wird. Aber so könnt ihr mal einen Überblick bekommen über die 200 Themen, wie sie in den verschiedenen Kapiteln aufgeteilt sind. Verlinkt ist das dann auch hier in den Slides, könnt ihr das direkt aufrufen. Das mal so weit, so gut zum Thema, was kann ich denn so schon mal sehen, wenn ich einfach nur ein bisschen rumzähle und das Gezählte darstelle. KV als Spezifikation. Hierzu mal ein kleines Gedankenexperiment. Wie wäre denn das? Das Volk wäre der Customer, Staat wäre Lean Enterprise, Ziele würden wir förderhin als Objective bezeichnen und eine Legislaturperiode wäre ein PI, ein Program Increment. Na, kommt euch das vielleicht bekannt vor? Klingt doch ein bisschen wie SAFE. Ja, tatsächlich. Ne? Das ist tatsächlich angelehnt an den SAFE-Methoden. Unten ist auch ein Link, wenn euch SAFE interessiert, könnt ihr mal reinschauen. Das ist eine ganz interessante Variante, verschiedene Teams, Entwicklungsteams zusammenzubringen. Es wird vieles Vorhandene bereits kombiniert, wie Scrum, DevOps, Release on Demand und solche Geschichten. Es ist Customer-driven, Community-driven sogar, dann noch darüber hinaus. Das heißt, ihr selber könnt euch engagieren und auch mit an diesem Framework mitarbeiten. Es wird auch versioniert. Es ist mittlerweile, glaube ich, die Version 5.1 oder 5.2 schon. Ich glaube, 5.1 ist gerade draußen. Und das Interessante ist, die Kollegen, die daran arbeiten und das weiterentwickeln, arbeiten selber nach SAFE. Ne? Eat your own dog food. Finde ich ganz interessant. Aber wir wollen uns ja hier um den KV kümmern. Das heißt, beim KV geht es ja hauptsächlich um Ziele. Das heißt, unsere Objectives sind das Objekt der Begierde als allererstes. Und hier hat SAFE eigentlich ein ganz interessantes Regelangebot. Nach SAFE seien PI-Objectives smart. Das heißt, specific, Ziele müssen eindeutig definiert sein, measurable, Ziele müssen messbar sein, achievable, Ziele müssen erreichbar sein. Ja, da fällt mir als erste Idee spontan ein, das mit dem Wahlalter. Im Wahlalter ab 16, hört sich ja toll an und da bin ich auch stark dafür. Für Europa können sie das, glaube ich, auch rein mit der Regierungsmehrheit machen, aber für den Bund brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit. Also das ist eigentlich gar nicht richtig erreichbar aus sich selbst heraus. Okay, obwohl ich das natürlich ein tolles Ziel finde. Reasonable, Ziele müssen angemessen sein. Time-bounded, Ziele müssen einem PI realisierbar sein. Und das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Und dazu habe ich mir mal Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach mal alle Jahreszahlen aus dem Koalitionsvertrag rausgezählt und geschaut, wo liegen die denn so? Ne? Dann haben wir 126 gefunden. Die 6 vor der Legislaturperiode oder die 80 in der Legislaturperiode sind okay, sind fein, sind super, weil da weiß ich genau, das ist erreichbar in dieser Zeit, wo die Regierung in der Regierung ist. Aber es gibt auch 40 Ziele, die liegen außerhalb der Legislaturperiode. Und das finde ich nur so zweitrangig optimal, denn im Zweifel sind die gar nicht erreichbar. Ja.
Okay, fairer Punkt. Man hat auch schon mal größere Ziele. Das heißt, man muss sich auch schon mal mit längeren Zeiträumen beschäftigen. Aber dann würde ich erwarten, dass zu diesen größeren Zielen etwas beschrieben steht, was in dieser Legislaturperiode getan werden wird, damit diese Ziele erreicht werden kann. Gut, dem wollte ich mal ein bisschen noch mal genauer auf den Zahn fühlen, deswegen diesen 40 Zielen. Deswegen habe ich mir einen kleinen Zeitstrahlräder gebaut mit allen Jahreserwähnungen, die außerhalb der Legislaturperiode liegen. Wenn ihr nachher in der Folie hier auf diesem Slide Deck seid und ihr könnt nicht hier durchnavigieren und nicht hier drin lesen, dann ist hier noch mal ein Link zu der HTML-Seite. Da könnt ihr das außerhalb dieser Folie noch mal lesen. Also ganz interessant ist, hier gibt es auch ein positives Beispiel. 2026 möchten Sie etwas erreichen, das liegt außerhalb der Legislaturperiode. Aber bis dahin möchten Sie was dafür tun, das liegt innerhalb der Legislaturperiode. So kann das aussehen, so könnte das sein, so könnte man damit arbeiten. Ja, und wenn man jetzt hier mal, gut, okay, ich glaube, dieses Wort hier, das ist schon genug durch die Presse gegangen, da brauche ich jetzt, glaube ich, nichts zu sagen. Naja, und da seht ihr halt, da sind doch schon einige Sachen drin. Weiß nicht. Ist halt so nicht vorgesehen, das innerhalb dieses PIs zu erreichen. Und somit wären 40 Ziele nicht smart. So viel mal zu KV als Spezifikation. Kommen wir nun zum nächsten Thema. KV als Objektmodell. Objektmodell, also da hat Cola Kid mich auch schon öfters schräg zu angeguckt. Echt jetzt wirklich? Ja? Ich meine, sowas ist doch Architektur, stinkt doch. Könnt ihr euch vielleicht an die vielen Diskussionen erinnern, die ihr vielleicht schon in den Projekten hatten? Ne? Agil versus Wasserfall, Anstand TV gegen agiles Manifesto, machen wir alles big upfront oder machen wir das evolutionär? A0-Modelle versus kein Plan. Docs as Code, Design as Code, Diagramm as Code, Architecture as Code, irgendwas as a Service. Ach, wir kennen das doch zu länglich. Ne? In diesem Spannungsfeld hat sich Simon Braun was Interessantes ausgedacht und er hat das C4 genannt. C4 hat jetzt nichts was mit dem Kölner Chaos Club zu tun, ist auch nicht der Sprengstoff mit gemeint. Mit C4 meint Simon Brown einen Abstraktionslevel. Genau genommen vier Abstraktionslevel. Das ist so ein bisschen ein Missing Link in der UML. In der UML haben wir zwar alle möglichen Arten von Artefakten, aber wir haben keine Idee, also ja, vielleicht bei SysML ein wenig, aber wir haben ansonsten eigentlich keine wirkliche Idee, wie wir größere Objektmodelle strukturieren, von dem Level of Detail her betrachtet. Ne? Und hat jetzt einfach mal gesagt, okay, lass uns mal von vier Level of Details ausgehen. Kontext. Container, damit sind jetzt nicht die Docker-Container gemeint, sondern hier könnten wir über Kapitel und Abschnitte reden und Components, das sind die Basic Packages unten drunter und dann der Code, also der Text selber. In diesen vier Abstraktionsstufen denkt Simon Brown. Wer dazu noch was nachlesen möchte, habe ich natürlich auch wieder was verlinkt. Auch über die Debatte Agil versus Architektur. Ein schönes Slide Deck, sehr, sehr amüsant zu lesen. Ja, gut, toll. Und wie fängt man damit jetzt mal an? Zum Beispiel Kontext. Könnte man mal so anfangen. Ganz simpel. Ja. Das wäre so ein absolut minimalistisches C4-Modell auf Systemkontextebene. Wir haben eine Regierung, wir haben einen Koalitionsvertrag, wir haben eine Beziehung, nämlich die Regierung folgt unbedingt, natürlich tut sie das, dem Koalitionsvertrag. Das könnte man jetzt noch weiter ausspinnen. Eine Regierung besteht ja aus Ministerien, der Koalitionsvertrag besteht aus Kapiteln und da gibt es dann bestimmte Sachzusammenhänge, die man da modellieren könnte. Das habe ich mal ein kleines bisschen weiter angefangen. Übrigens, kleine interessante Nebeninformation. Plant UML, das wird öfters eingesetzt, um etwas Diagramm as Code, Diagramme zu erzeugen, Architekturdiagramme. Zu Plant UML gibt es auch ein C4-Plugin. Hier ist das verlinkt, hier gibt es ein GitHub, da könnt ihr euch das runterladen, beziehungsweise könnt ihr euch diese Adresse, die jetzt hier nicht ganz zu sehen ist, entsprechend benutzen und dann könnt ihr ganz einfach mit PlantUML C4-Modelle entwickeln. Ja, zum Beispiel hier haben wir, wie ich eben sagte, also ein paar Ministerien. Der Kall ist unser Bundesgesundheitsministerium, Herr Habeck ist im Wirtschaftsministerium, Wissing ist im Verkehrsministerium. Alle wollen die Ziele des Koalitionsvertrags umsetzen und bilden natürlich das Kabinett, was seine Regierung darstellt.
Ja, dann weiter. In dem Bereich des Kontextes spricht Simon Brown ja auch von der Vergleich zu Google Maps, dass man also, was ich nicht, Kontinente hat, dann Länder hat, dann Städte hat, in den Städten dann die Details sieht. Und ich hatte ja schon mal von dieser Self-Organized World Map gesprochen, die man mit KaCoDa generieren kann aus Texten. Und das könnte eventuell eine Idee sein, wie man in dieser Richtung solche Wortlandkarten erzeugen könnte. Gut, jetzt hat man schon einen Kontext, aber jetzt möchte man natürlich auch mal sein Objektmodell irgendwie verwalten. Und da gibt es einige Applikationen und Tools, womit man Objektmodelle verwalten kann. Da gibt es DAUML, da gibt es Visual Paradigm oder Enterprise Architect. Gefällt mir persönlich ganz gut. Da kann ich halt meine Strukturen auch drin verwalten. Aber Enterprise Architect, UML, XMI ist das Austauschformat. Spitzeklammern, da ist XML, ist nicht mehr ganz so modern. Ich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig warum, aber heutzutage macht man es ja doch viel lieber mit JSON oder JAML. Das habe ich dann auch mal gemacht. Ich habe mir den Vertrag mal als JSON und JAML mal angeschaut. Dann bei dem ganzen Aufbereiten und Anschauen habe ich auch endlich mal wieder ein bisschen Python geschrieben. Habe schon lange nicht mehr gemacht. Macht richtig Spaß. Und dabei habe ich nebenbei auch mal ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis für den Koalitionsvertrag generiert, den man dann auch lesen kann, wo man auch die Zusammenhänge erkennen kann. Und dabei ist mir auch eine Idee gekommen, wenn ich dann später alles in ein Objektmodell generiere und alles auseinandernehme vom Koalitionsvertrag, dann macht es vielleicht Sinn, alle Teile dekat-orientiert, ja, so bibliografisch zu nummerieren. Dann weiß ich halt eben, dann bin ich hier bei T2111, da bin ich bei der Verwaltungsmodernisierung und ich weiß, ich bin in Kapitel 2, im Abschnitt 1 und hier im Thema 1. Ne? Oder T227, ich weiß, ich bin Kapitel 2, Abschnitt 2, Thema 7. Dann habe ich immer einen Kontext, wo ich bin und dann ist es auch egal, ob ich das auf A4 ausdrucke, ob ich das auf einem E-Book-Reader lese oder sonst irgendwo. Ja, gut. Und was habe ich denn jetzt nun, wenn ich das so analytisch auseinandergenommen habe, in Objektmodelle gestopft habe? Was habe ich von diesen Ideen? Naja, zum Beispiel könnte man diese ganzen Dekat-Elemente annotieren. Ja? Wir hatten von Smart gesprochen bei den Spezifikationen, erinnert euch vielleicht. Ne? Könnte man ein Ranking einführen? Akzeptanzkriterien könnte man vielleicht ergänzen. Man könnte auch ganz einfach die Minister zuordnen, den Icon geben oder der Partei, die Farben der Parteien verwenden, um das zu annotieren. Oder ganz einfach mal die Lesedauer dran schreiben. Man könnte die Dekat-Elemente untereinander auch noch verknüpfen und die Beziehung dazu aufbauen. Oder einfach Literatur- oder Codemetriken anreichern. Wäre eine Idee, was man recht gut machen könnte. Aber man könnte auch dann diese Entitäten, die man so auseinandergenommen hat, wieder mit Generatoren in neuen Kontexten generieren. Oder habt ihr vielleicht noch eine Idee? Ne? Jetzt kommt deine Idee. Was könnte man denn machen, wenn man solche Texte in Objektmodellen hätten? Was könnte man damit anstellen? Ich sprach hier eben zum Beispiel gerade von Smart Rankings. Objectives könnt ihr euch erinnern, das sind so die Ziele. Im PI gibt es da so ein Verfahren, dass man an diesen einzelnen Zielen sogenannte BVs annotiert, also Business Values. Das heißt, der Stakeholder sagt, was bringt mir das für einen Wert, wenn ich dieses Ziel umsetze? Ne, im Vorfeld, bevor es umgesetzt worden ist, wird das annotiert. Und nach einem Increment, nach einer Kadenz, kommt derjenige, der das vorher annotiert hat, nochmal dazu und sagt, wie viel ist denn ist der Actual Value? Was hat mir das denn jetzt nun wirklich gebracht? Ne? Wäre vielleicht eine ganz interessante Methode, um die Zielerreichung mal einer Legislaturperiode ein bisschen auseinanderzunehmen. Oder etwas zu generieren. Ne? Spaceships verschiedener Arten und Sorten, Museen vielleicht verschiedener Arten und Sorten. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Das könnt ihr euch gleich direkt im Anschluss an diesem Talk anhören. The Everything Exhibition. Das nimmt sich verschiedene Strukturen. Ich glaube, aktuell basiert es auf Wiki-Strukturen, Wikipedia-Strukturen, wenn ich mich nicht täusche, und generiert daraus 3D-Ausstellungsräume. Das finde ich sehr spannend. Das gucke ich mir nachher auf jeden Fall nochmal am Schluss an.
Ja, ihr seht, für 22, fürs nächste Jahr habe ich ein neues Hobby. Wird noch das eine oder andere noch bei rumkommen. So viel zum Thema KV als Objektmodell. Kommen wir nun zum letzten größeren Kapitel dieses kleinen Vortrags. KV als Literatur. Der Koalitionsvertrag ist ja auch schon irgendwie ein Text, Fachliteratur zugegebenerweise, aber möchte auch einfach mal gelesen werden. Da hatte ich so am Anfang meine Probleme mit. Ich wusste auch nicht so richtig warum, aber irgendwie, als ich das PDF so in der Hand hatte, es ist mir einfach schwer gefallen, loszulesen. Ich hatte zwischendurch sogar das Gefühl, wollen die das vielleicht einfach nicht? Wollen die das lieber eigentlich geheim halten, wie sie so vieles geheim gehalten haben? Dann habe ich mir mal das Dokument selber mal angeschaut und dabei sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die mir gar nicht gut gefallen haben. Zum einen mal der Zeilenabstand 1,5 bläht das wahnsinnig auf, macht es wirklich auch ein bisschen schwieriger dann zu lesen. Die Seitenränder, okay, ist dann vielleicht okay oder nicht, aber ist halt auch ein bisschen groß. Die Absatzabstände, ja, auch ein bisschen viel, aber richtig krass. Also zum Lesen finde ich Blocksatz. Blocksatz auf A4 auch noch, ne? Also so ewig lange Zeilen und da fällt es einem wirklich schwierig zu lesen, wenn man das mal entspannt machen möchte. Eine andere Kleinigkeit ist die Thema-Nummerierung, beziehungsweise die Nicht-Nummerierung, da fällt es einem manchmal schwer, wenn man sich so ein bisschen linear in den Text reinfallen lässt und man auf ein Thema stößt, dann wo bin ich denn gerade? Ne? Fachkräfte, bin ich da jetzt bei Internationales? Bin ich in der Arbeitswelt? Bin ich bei Wirtschaft? Ich weiß es nicht. Ne? Deswegen würde ich also auch vorschlagen, auch die Themaebene durchzunummerieren. Aber schau mal, das ist wirklich echt aufgeblasen, das Ding. Das sind jetzt hier knapp 177 Seiten. Wenn man doch einfach nur ja, die Seitenränder auf normal setzt, die Absatzabstände auf normal setzt, den Zeilenabstand auf 1 setzt, linksbündig statt Blocksatz. Ja? Okay, das erhöht jetzt nicht, das verkleinert jetzt nicht die Textmenge, aber erhöht ein bisschen die Lesefähigkeit. Dann komme ich mal ganz locker von 107 auf 101 Seiten. Das klingt jetzt irgendwie kleinkariert. Und solange man das nicht ausdruckt, ist es ja eigentlich auch egal. Aber stellen wir uns mal vor, ja, der Vertrag würde tausendmal ausgedruckt, ne, in den Regionalbereichen, in Ortsverbänden, in den Redaktionen, in den Ortsverbänden aller vier, fünf, sechs Parteien. Ja. Interessierte Menschen gibt es bestimmt zu Genüge. Ich bin mir gar nicht sicher, ob 1000 wirklich zu hoch gegriffen ist, aber gehen wir mal von 1000 aus. Dann wären 76.000 Seiten einfach überflüssig. Ja? Wir hätten 43% Papier, Wasser, CO2 verschwendet für Nuppes. Das finde ich ein bisschen schade. Warum denn nicht gleich, ne, fortschrittlich, digital, klima- und energieschonend, Formate anzubieten, die auch geräteunabhängig sind? Ne? Ja. Aber ich will nicht nur motzen, sondern ich will auch was tun. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe den Koalitionsvertrag mal in verschiedenen Varianten mal ausgeprägt. Ich habe mal eine Variante gebaut in HTML, wie ich sie mir gerne vorstellen würde, wie ich sie gerne lesen würde, sogar auch auf dem Handy möglich. Wunderschön. Für mich persönlich, mein Geschmack. Dann habe ich euch auch mal eine EPUB-Version zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr auf eurem E-Book-Reader lesen. Habe das Ganze mal als Markdown rausgelassen. Wunderschön in GitLab oder GitHub. Oder auch den Vertrag, wie ich es eben gezeigt habe, atomarisiert in alle Themen, ja, mit den Einleitungstexten 231 Textdateien erzeugt. Ne? Die könnt ihr euch hier in der ZIP-Datei runterladen, auf der Konsole auspacken und wunderschön in jeder Shell lesen. Mit dem Befehl könnte auch ganz toll dadurch navigieren. Es ist eine interessante Erfahrung, Koalitionsvertrag auf der Shell zu lesen. Geht eigentlich ganz gut. Wenn ihr das lesen wollt, da habe ich euch noch etwas zusammengestellt. Ich habe euch nämlich mal ermittelt, mit Hilfe eines Tools, Wortliga, das bietet an und gibt eine Abschätzung an, wie lange ein Text braucht, um gelesen zu werden. Habe ich euch mal eine Playlist zusammengestellt der verschiedenen Kapitel. Es muss ja nicht alles von Anfang bis Ende gelesen werden. Man kann ja auch explorativ sich das eine oder andere raussuchen. Und dann sieht man hier dabei, wie lange man ungefähr braucht, wenn man das selber liest. Interessant ist die Idee von Birte Schneider. Die hat den ganzen Koalitionsvertrag vorgelesen, 8 Stunden 50. Das könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Habe ich hier unten verlinkt. Ja, somit vielen lieben Dank. Das war es dann hier erstmal. So weit, so gut. One last thing. KV
keine Session ohne One Last Thing. Also, ich habe jetzt das eine oder andere an Spitzen ausgeteilt, aber wenn man sich den Koalitionsvertrag mal so mit einer rosaroten Brille anschaut und Happy Flow an den Sachen sieht, dann gibt es doch eine ganze Menge, die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Paragraph 219 finde ich toll, Wahlalter 16 finde ich super, auch wenn wir wissen, dass mit dem Bund es nicht so einfach wird. Cannabis, klasse Sache auf jeden Fall. EEG-Umlage, endlich kommt das weg. Die DP-Netz wird gemeinwohlorientiert. Ich bin gespannt, wie sich das ausprägt. Atomenergie kommen selber für ihre Kosten auf. Ne? Hallo Macron, nix Greenwashing für Atom, nix Greenwashing für Fukushima, Harrisburg, Tschernobyl. Nee, komm, das ist doch mit das Schlimmste, was auf der Welt jemals erfunden worden ist. Bleibe und Chancen und Aufenthaltsrecht finde ich auch eine super Sache. Endlich fasst das mal jemand an. Endlich ermöglicht jemand mal den Menschen am teilweise am Rand unserer Gesellschaft den Eintritt in unsere Gesellschaft, wo sie doch bisher sonst nur die Kriminalität als Möglichkeit gesehen haben. Rechtsanspruch auf Open Data. Fantastisch. Fragt den Staat, wird sich freuen. Und ich bin sehr, sehr neugierig, ob dann zum Beispiel die Deutschen die Norm mal öffentlich zur Verfügung stehen wollen. Wäre ja mal interessant. Recht auf Anonymität. Yippie, ich kann für euch der Codefreezer bleiben. Open Source und Multicloud für öffentliche Aufträge. Ganz, ganz fantastisch. Also teilweise, ich wirklich freue mich teilweise auf die Sachen, die auch da drin stehen. Wenn ihr dazu noch mehr lesen wollt, speziell was also auch unsere Cyber-Geschichten anbelangt, schaut mal bei Netzpolitik.org, da habe ich einen schönen Artikel verlinkt, da haben viele dran gearbeitet. Sehr, sehr lebenswert. Sehr, sehr schön. Ja. Aber, nichts ohne Aber. Das hier, das sind Themen oder auch Wörter, die nicht im Koalitionsvertrag auftauchen. Ja? Die Größe habe ich jetzt hier mal abgeglichen mit Google Findings zu den jeweiligen Themen. Interessant, Fahrrad mit das größte Finding, okay, gut. Aber es wird halt eben nicht über Fracking gesprochen. Tempolimit, da kommt doch jetzt bestimmt einer ums Eck. Moment, Tempolimit steht doch drin. Stimmt, steht drin. Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben, steht da drin. Also, ja, und da denke ich mir, müssen wir ein bisschen aufpassen. Also im Gegensatz zu vielen anderen Regierungen vorher, waren das irgendwie alles nicht so meine Regierung. Das war halt die Mehrheit, ich war nicht die Mehrheit. Aber jetzt geht es euch vielleicht so wie mir. Ich habe eine von diesen drei Parteien gewählt. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen verantwortlich. Und deswegen möchte ich schon schauen, dass wir diesen Koalitionsvertrag nehmen, was er ist. Er ist ein Versprechen, er ist keine Gesetzesgrundlage. Man kann an ihm und man muss an ihm teilweise noch einiges feilen. Und wir müssen aufpassen, dass das gut wird. Jetzt bin ich thematisch durch. Jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, ein One More Last Thing, eine Danksagung an verschiedene, am Bleepjack zum Beispiel für Koala Kid. Das habe ich mich super gut gefreut. Habt ihr vielleicht schon erkannt am Zeichenstil, ja? Die Remote Rhein-Ruhr-Stage, ich kann schon nicht mehr sprechen, für die Bühne. Es ist super cyber ever. Also ganz toll. Habt ihr super gemacht. Ich war super happy, dass ihr das angenommen habt. Und natürlich meiner Familie. Die hat sehr viel Geduld aufgebracht, hat mir auch Feedback gegeben und mich ja teilweise auch angespornt, bisschen zu Weihnachten auf mich verzichtet. Vielen lieben Dank dafür. Dann natürlich noch, wie könnt ihr die Sachen hier erreichen? Die Projekt-URL habe ich euch ergeben. Wir haben ein kleines Trello, wo wir planen, was wir nachher verpeilen. Wir haben die Folien natürlich. Ich versuche sie mit ein bisschen Glück habe ich sie während des Vortrags jetzt auch schon hochgeladen. Das heißt, ihr könnt sie in den Pre-Talks auf der Pre-Talk-Seite sehen und könnt ihr euch das direkt darunter laden. Erreichen selber könnt ihr mich im Rocket Chat unter Codefreezer. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mich im Fediverse antreffen. Nicht selten bin ich aber auch im Slack zu erreichen bei den Kollegen von Cloud Native. Das war es jetzt aber endgültig. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Mal. Ciao, tschüss. Auch von unserer Seite vielen, vielen Dank für den Talk. Der war super spannend. Ich glaube, da können sich einige Zuschauer mit anschließen. Ich hätte nicht gedacht, allein, dass es so viel Ersparnis gibt und es gibt auch einiges an Fragen.
Deswegen haue ich einfach mal die erste Frage raus. Was war die Datenbasis für die gezeigten Sehenswürdigkeiten, um zum Ranking der Inhalte zu kommen? Grundlage für das Gezeigte war der Koalitionsvertrag mit all seinen Kapiteln, Absätzen, Texten und Formulierungen. Das habe ich alles aus dem Koalitionsvertrag heraus generiert. Okay. Dann die nächste Frage. Könnte man nicht auch die Parteiprogramme der Ampel-Linken, dann wüsste man, wer welche Teile letztlich einbringen könnte? Ja, das ist interessant. Also die Vergleichsanalyse von den Wahlprogrammen zum Koalitionsvertrag, das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall nochmal dezidiert angehen. Da will ich nämlich auch wissen, ne, wer hat denn was wie beeinflusst. Aber die Wahlprogramme selber kann ich mal raussuchen. Und wer das gerne möchte, nimmt Kontakt mit mir auf, dem stelle ich das zur Verfügung. Das ist super lieb. Dann direkt zur nächsten Frage. Ist der Koalitionsvertrag wirklich so ernst gemeint, so gelesen zu werden? Ist es nicht eine reine Fensterrede oder gar vielmehr gar nicht das Ergebnis, das Ziel, sondern der Weg? Also, dass die Ampelparteien Arbeitsgruppen bilden und durch den Zwang zum Teambuilding gezwungen werden? Also analog zu dem, was bei Selbstbildnis, Mission Statement in Firmen gemacht werden soll? Das ist eine lange, sehr lange Frage. Also ich glaube zusammengefasst, ob es nicht einfach eher viel Gerede ist und mehr eigentlich zu Teambuilding und zum Bilden eines Selbstbildnisses führen soll. Ja, also unbedingt, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also vor allem in der Kapitel 1, ne? Das war so echt so eine Selbstfindungsabteilung. Ja, aber weil sie müssen ja sich auch irgendwie zusammenfinden. Die sind ja auch jetzt nicht unbedingt von vornherein alle so gleich direkt beieinander. Und von daher finde ich es auch gar nicht mal so verkehrt, dass man sich da in einem Koalitionsvertrag findet. Das ist ja auch eine Absichtserklärung. Das wollen die auch machen. Das haben die jetzt nicht nur so geschrieben, um dann Ruhe vor uns zu haben, sondern das sollten wir schauen, dass sie das auch wirklich machen und dass sie das nicht nur darum drumherum geredet haben. Dann noch eine Frage. Kann man via Versionierung Gitter an einer Erweiterung und Updates in 5 Jahren arbeiten? Klar, warum nicht? Also ich habe sogar auch vor, nicht nur die Wahlprogramme ins Git mit reinzunehmen, sondern auch die Koalitionsverträge von den Legislaturperioden davor, um die auch zu vergleichen. Also da werde ich regelmäßig was updaten. Ja. Dann habe ich einfach nur eine Frage. Hat dir die Arbeit dran Spaß gemacht oder wurde es einfach irgendwann nur noch anstrengend? Das hat unbedingt Spaß gemacht. Also ich habe auch eine ganze Menge dabei gelernt. Und wie ihr seht, ich habe mir auch ja für dieses Jahr 2022 einiges vorgenommen, da noch mehr zu machen. Stay tuned. Und ich mache da bestimmt noch weiter. Ich würde mich auch tierisch freuen, wenn es jemand anders noch gibt, der vielleicht auch Mitlust hat, mitmacht. Gerne, immer her damit. Sehr cool. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wenn ihr Lust habt, mit dran zu arbeiten, meldet euch bei CodeFreezer und noch einmal vielen, vielen Dank für diesen super coolen Talk.